Liebe Brüder und Schwestern, Gott lädt uns ein zu seinem Mahl, zu seinem Gastmahl, zum Mahl des neuen Bundes. Ja, Jesus selber ist der Gastgeber, aber er ist auch die Speise für uns. Er gibt sich uns hin im Geheimnis der heiligen Eucharistie, im lebendigen Brot möchte er bei uns einkehren, möchte er in uns wohnen. Ja, dieser eine dreifaltige Gott, der sich schon Abraham offenbart hat, wie wir heute in der ersten Lesung gehört haben. Er kommt auch zu uns, er besucht uns und er bittet uns, dass wir ihn aufnehmen. Ja, diese drei Männer, die zu Abraham kamen, sind schon ein Hinweis auf den dreifaltigen Gott, auf Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, Gott, er hat sich offenbart. Er offenbarte sich Abraham. Er kam zu ihm und Abraham nahm ihn voll Freude auf. Und auch wir dürfen diesen einen dreifaltigen Gott voll Freude aufnehmen. Mehr als wir ihm geben können, gibt er uns. Ja, dieses Geheimnis, das seit ewigen Zeiten in Gott verborgen war, es ist sichtbar geworden für uns. Dieser dreifaltige Gott ist sichtbar geworden in seinem Sohn Jesus, in der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Das ewige Wort des Vaters wurde Fleisch, wurde Mensch, in allem uns gleich, außer der Sünde. Ja, auch wir sollen hinhören auf dieses Wort Gottes. Es heißt ja in diesem Glaubensbekenntnis Israels, bevor wir aufgefordert sind, Gott aus ganzem Herzen zu lieben, müssen wir hinhören. Höre Israel, höre, der Herr ist der einzige Herr, der einzige Gott. Ja, bevor wir überhaupt fähig sind, Gott zu erkennen, ihn aufzunehmen, ihn zu lieben, müssen wir sein Wort hören. Müssen wir hinhören auf ihn, bereit sein, umzukehren, unser Herz diesem Wort Gottes zu öffnen. Ja, nehmen wir dieses Wort auf. Hören wir auf den Herrn, den Retter und Erlöser Jesus, so wie Maria im heutigen Evangelium sich zu Füßen des Herrn setzt und seinen Worten lauscht. Ja, sie sozusagen trinkt mit einer dürstenden, lechzenden Seele. Sie dürstet nach diesem Wort Gottes, nach diesem Wort, das Geist und Leben ist. Auch unsere Seelen dürsten nach diesem Wort Gottes, denn nur das Wort Gottes, nur Gott allein schenkt wahres Leben. Bei ihm ist sozusagen die Quelle des Lebens und wie es in der Schrift heißt, in seinem Licht schauen wir das Licht. Und wenn wir in diesen Tagen Erholung suchen, auf Urlaub fahren, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir dort die wahre Kraft finden, das wahre Leben, die wahre Erholung, die Stärkung, wo diese Quelle fließt, wo Jesus ist, sein Heiliger Geist, die Gemeinschaft der Glaubenden, der Kirche. In den Sakramenten empfangen wir das wahre göttliche Leben, besonders im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Möchte der Herr uns stärken, uns aufrichten, ja, unserer Seele Ruhe und Kraft schenken.
das geben, wonach unsere Seele hungert und dürstet. Ja, der Herr schenkt uns mit seinem Kommen immer wieder neu seinen Heiligen Geist. Dieser Geist Gottes kommt zu uns, wenn wir dieses Wort mit gläubigem, mit vertrauensvollem, aufrichtigem Herzen hören und aufnehmen. Und der Geist Gottes zeigt uns, was wichtig ist in unserem Leben. Heute ermahnt Jesus ja Martha, die sich so viele Mühen macht, so viele Sorgen, ihn, die Gäste zu bewirten. Und Jesus sagt, du machst dir so viele Mühen, aber nur das eine ist notwendig. Ja, was ist notwendig? Wir brauchen zuerst die Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen dieses lebensspendende Wort. Wir brauchen den Herrn, den Retter und Erlöser. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Arbeit einfach liegen lassen sollen, dass wir einfach vergessen sollen, was wir alltäglich zu tun haben. Nein, aber wir sollen die richtigen Prioritäten setzen. Zuerst müssen wir hören auf den Herrn. Zuerst brauchen wir die Gemeinschaft mit ihm, seine Kraft, seine Gnade, seine Nähe. Zuerst brauchen wir seinen Heiligen Geist, der uns mit Liebe, mit Frieden und Freude erfüllt, der uns diese unzerstörbare Hoffnung schenkt, was immer geschieht. Auch wenn schreckliche Dinge in der Welt passieren, wo so viele unschuldige Menschen sterben müssen, durch Terroranschläge, durch Gewalt, durch Krieg, durch Unfälle. Der Herr schenkt uns diese Gewissheit, dass wir eine Hoffnung haben, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Trotz der Traurigkeit, trotz dieser traurigen, schmerzlichen Ereignisse, möchte der Herr uns stärken, uns zeigen, dass es etwas gibt, was bleibt. Wir sollen nicht so diesseits verliebt sein, dass wir vergessen, wo unsere wahre Heimat ist, das Ziel unseres Lebens. Wir sind für das ewige Leben bestimmt, für die Herrlichkeit Gottes. Ja, lassen wir uns vom Herrn stärken. Er möchte gerade jenen Menschen nahe sein, die um Verstorbene trauern, die verletzt sind, die leiden, die sich einsam und verlassen fühlen, die verwirrt sind von den verschiedenen Ereignissen in der Welt, die oft gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Jesus, er weiß um all diese Dinge und er ist der Herr. Er weist uns den Weg, er möchte für uns Weg, Wahrheit und Leben sein. Wir dürfen ihn aufnehmen als Getaufte. Wir sind verbunden zu einem geheimnisvollen, zu einem mystischen Leib. Ja, Jesus, er verbindet uns mit sich selbst und er schenkt uns Anteil an seinem Leben, aber auch an seinem Opfer der Erlösung, an seiner Hingabe. Nur so ist es zu verstehen, wenn der Apostel Paulus heute in der zweiten Lesung sagt, ja, ich freue mich in den Leiden, die ich für Christus ertrage. Ja, ich freue mich, dass ich Anteil habe an den Leiden Christi. Denn er weiß, dass er verbunden ist mit Jesus und dass diese Leiden, diese Mühen, die er auf sich nimmt, zum Segen sind, weil sie Teilhabe sind an der Erlösung, am Erlösungsopfer Jesu, an seinem Kreuzesopfer. So sind auch wir eingeladen, dass wir uns wieder neu bewusst sind, dass jede Mühe, jeder Schmerz, jedes Leiden, ja jede Last, die wir auf uns nehmen, aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen, eine Quelle des Segens, der Erlösung, ja des neuen Lebens ist. Auch wir sollen mitarbeiten an der Rettung, an der Erlösung der Welt, des Menschen. Durch unser Opfer, durch unsere Hingabe an Gott, durch unsere Bereitschaft zum Dienen und durch unser bereitwilliges Hören auf das Wort Gottes.
Maria, die Gottesmutter Maria, ist uns darin ein Vorbild. Sie ist sozusagen ja dieses Urbild der Kirche, dieses Modell des vertrauensvollen Hinhörens auf das Wort Gottes, dieses Aufnehmens des Wortes, das in ihr Fleisch geworden ist. Ja, der Herr möchte auch in uns Fleisch werden. Er möchte sich so sehr mit uns verbinden, dass er in uns sichtbar wird, dass etwas von seiner göttlichen Herrlichkeit auch in unserem Leben aufleuchtet. Dass an uns die Liebe, die Barmherzigkeit Gottes, des Vaters sichtbar wird. Die Menschenfreundlichkeit Gottes, der uns immer nahe sein möchte, der mit uns auf dem Weg ist, durch diese Zeit bis hinein in die Ewigkeit. Amen.